Toll. Anonym? Hallo, wer ist da? Hallo, Kevin. Ich habe dich auserwählt, weil du der Eierkopf bist. Ich verfluche dich jetzt und verwandle dich in einen Osterhasen. Solltest du es nicht schaffen, innerhalb von 3 Stunden alle versteckten Hinweise zu finden, bleibst du für immer ein Osterhase und darfst nie wieder YouTube-Videos machen. Feuer, Feuer, Hühner, Hühner. Hä, was? 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 Hallo? Hä? Hä? Es wackelt alles! Ah! Nein! Ich bin ein Osterhase! Ey, ich hasse Ostern! Ich muss mich auf jeden Fall wieder irgendwie zurückverwandeln! Freunde, ich bin jetzt zu dem ersten Ort gefahren, wo ich irgendwie überlegt hatte, dass ich einen Hinweis finden könnte. Und zwar habe ich einen alten Schulfreund von mir, der hat einen Bauernhof und der hat Hühner, Kühe und so weiter. Und ich dachte mir, kommt mal einfach mal mit, dass das hier der erste Ort sein könnte, wo ich vielleicht etwas finde. Weil wenn ich irgendwie Hinweise zu Ostern finde, wenn nicht auf einem Bauernhof, wo es Hühner gibt. So, als erstes sind hier aber tatsächlich mal Kühe. Oh Gott, die gucken mich alle ganz verwirrt an. Freunde, ich muss jetzt echt mal hier schon mal nach den ersten Hinweisen gucken, weil ich habe echt nicht viel Zeit. Ihr wisst es, 3 Stunden sind nur Zeit. Glaubst du, dass irgendwas bei den Kühen versteckt ist? Nee, Kühe haben ja auch nicht so viel mit Ostern zu tun. Ah, die greifen mich auch an. Maybrit, ich glaube, wir müssen hier schnell raus. Lass uns mal direkt zu den Hühnern gehen. Ich glaube, hier macht es nicht so viel Sinn. Okay, Freunde, da hinten sollten irgendwo die Hühner sein. Wir müssen uns echt ein bisschen beeilen, weil ich habe wirklich... Ich will nicht für immer ein Osterhase bleiben. Und dann kann ich natürlich auch nie wieder YouTube-Videos machen. Ich meine, guckt mich mal an. Das ist, ey, wirklich. Okay, Freunde, da in die Richtung geht's zu den Hühnern. Aber guck mal, die beiden, die ver... Ich glaube, wir gehen mal... Ah, Hilfe! Ich habe doch gar nichts gemacht. Guck mal, der will mich aufessen. Okay, da hinten sind jetzt die Hühner. Ihr seht, ich habe jetzt hier sogar Sachen bekommen, weil ich gehe davon aus, dass wir dort den ersten Hinweis finden könnten. Und dieses Futter nehme ich dann dafür, dass die Hühner abgelenkt sind. Ich muss euch gleich alle ablenken. Okay, die Hühner sind abgelenkt. Das heißt, jetzt gehen wir direkt mal rein. Ich mache jetzt nochmal einen letzten Ablenkungsmove und dann werden wir nach da hinten gehen. So, okay, die Hühner sind jetzt da an der Seite. Ich bin ganz aufgeregt. Schau mal, ob da irgendwie was ist. Guck mal. Nee, ne? Das ist nämlich der Hühnerstall. Da können wir aber, glaube ich, nicht rein. Der ist komplett zu. Das Einzige, wo theoretisch was sein könnte, wäre halt da oder da, bin ich der Meinung. Willst du sonst mal da gucken und ich gucke hier? Dann gib mir mal die Kamera einmal. Okay, Freunde. Maybrit wird jetzt da vorne gucken und ich gucke... Maybrit, ich habe schon direkt was. Oh mein Gott. Freunde, hier vorne, das muss der erste Hinweis sein. Warte. Hä? Was ist das denn? Also es ist auf jeden Fall ein Osterei, Freunde. Mein erster Gedanke war richtig. Das war auch das Einzige, wo es irgendwie Bezug von mir dazu gibt. Okay, Freunde, hier sind irgendwelche Zahlen. Hä? Hast du eine Idee, was das sein könnte? Hä, aber wie soll ich denn jetzt wissen, wo der nächste Hinweis ist? Ich habe ja gar keine Ahnung. Hier ist noch als Einziges irgendwie Sandy drin. Aber das war's. Wir packen das uns einfach mal ein und gehen nochmal zurück zum Auto. Und vielleicht fällt uns noch irgendwie was ein, weil ich weiß wirklich, hast du eine Idee, wo ich hingehen soll? Keine Ahnung, ich fand jetzt schon von der Idee mit dem Hühnerstall verrückt. Wobei im Endeffekt hat der ja irgendwas auch mit Hühnern gesagt am Telefonat. Also ich meine, ein bisschen kleinen Tipp haben wir ja bekommen. Aber gut, ich nehme jetzt erstmal das Futter hier wieder mit und dann gehen wir zum Auto. Ich weiß nicht, vielleicht kriege ich ja noch einen Hinweis oder so. Ich hoffe mal, weil der nächste Ort, keine Ahnung, fällt mir nichts jetzt ein. Okay, Freunde, wir wollten gerade eigentlich fahren und haben hier durch Zufall nochmal bei dem Verkauf einmal geguckt. Und zwar werden die ganzen Sachen, die auf dem Bauernhof angeboten werden, natürlich auch verkauft. Und schaut mal hier, was ich hier auf dem Boden gefunden habe. Wenn das mal nicht dahingelegt wurde, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich wollte jetzt erstmal die Aufnahme starten, weil wir gerade wirklich selber überrumpelt waren, dass das hier drin war. Also gucken wir erstmal von draußen. Da ist irgendwie so zwei nette Osterhasen. Vielleicht ist das ja ein Zeichen. Ich mach mal auf. Okay, da ist auch wieder ein Zettel drin. Hä, ist eine Telefonnummer. Warte mal. Soll ich da mal anrufen? Ja, würde ich auch machen. Warte mal, ich rufe da mal an, Freunde. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Telefonnummer ist. Ich tue das mal einmal kurz hier wieder rein und dann rufen wir da mal kurz an. Ich setze mich mal da vorne hin. Okay, Freunde, ich gebe jetzt die Nummer hier einfach mal ein. Okay. Und anrufen. Hallo, wer ist da? Ich bin der gute Osterhase, der dir hilft. Okay. Ich habe nicht lange Zeit. Fahr zum Supermarkt deines Vertrauens und guck nach Eiern. Okay. Hä? Der hat wieder aufgelegt. Also was hat er gesagt zum... Ich bin der gute Osterhase. Ich bin der gute Osterhase? Warte mal, ich wurde ja vom bösen, vom Horror-Osterhasen wurde ich ja verwandelt. Ja. Weißt du, das irgendwie so sein Bruder oder so? Und der hilft uns jetzt. Warte mal, soll ich nochmal probieren, ob ich den nochmal anrufen kann? Warte mal, ich probiere mal nochmal.
besetzt. Okay, Maybrit, dann würde ich sagen, wir nehmen die ganzen Sachen mit, die ganzen Hinweise, die ich habe, und gehen direkt zum Supermarkt, oder? Aber zu welchem fahren wir? Das hat er gesagt, zum... Einfach zum nächsten. Okay, wir gehen zum nächsten Supermarkt. Ich denke mal, hier haben wir alles gefunden, weil wir müssen uns beeilen. Auf geht's. So, Freunde, ich bin jetzt beim Supermarkt angekommen. Ich habe noch gar keine Ahnung, wo ich hinlaufen... Ja, moin. Du, ich bin heute ein Osterhase. Ich wurde verwandelt. Ich muss mich beeilen. Ich muss Hinweise finden. Hast du vielleicht eine Idee? Warte mal, du bist ja der Eierkopf. Ja. Geh mal zuerst bei den Eiern gucken. Bei den Eiern meinst du? Wie heißt du denn? Luca. Luca, ich danke dir für den Tipp. Ich darf jetzt keine Zeit mehr verlieren. Du siehst ja, ich bin Osterhase, ne? Ich will mich wieder zurückverwandeln, weil wenn ich das nicht schaffe, dann darf ich keine Videos mehr machen und muss für immer ein Osterhase bleiben. Luca, ich danke dir. Drück mir die Daumen, dass ich das schaffe, ja? Bis dann. Ciao, ciao. Okay. Luca hat mir einen guten Hinweis gegeben. Wir gehen jetzt zu den Eiern rein. Ich glaube, meine Freundin ist auch schon vorgegangen. So, wo sind denn jetzt überhaupt hier Eier? Und übrigens eine ganz, ganz wichtige Sache. Habt ihr schon den Kanal abonniert, Freunde? Weil ich kann es nur schaffen, die ganzen Hinweise zu finden, wenn ihr jetzt den Kanal abonniert. Also macht das einmal bitte. Ich prüfe mal kurz. Ey, wenn ihr nicht den Kanal abonniert, dann bleibe ich für immer ein Osterhase. Dann ist das jetzt hier das letzte Video. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Ostern mögt oder nicht. Ich hasse Ostern, weil ich jetzt ein Osterhase bin für den Rest meines Lebens, wenn ich nicht die Hinweise finde. Okay, Freunde, hier sind jetzt die Eier. Nur die Frage ist, ich suche ja bunte Ostereier. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo Maybrit ist. Maybrit? Ja? Ah, hallo, hast du schon bunte Ostereier gefunden? Nee, überhaupt nicht. Ich habe schon den ganzen Laden abgesucht und jetzt bin ich hier irgendwie bei so den Nüssen gelandet. Hä, aber wo sind denn die bunten Ostereier? Warte mal, ich gebe dir mal kurz schon mal die Kamera. Weil das Ding ist, Freunde, der einzige Hinweis, was ja auch logisch wäre, wäre irgendwie bei den bunten Ostereiern. Weil so normale Eier, warte mal, ich zeige euch das mal. Wo soll denn jetzt hier so random so ein Hinweis drin sein? Wo? Wo? Ich habe keine Ahnung. Sind auf der anderen Seite vielleicht noch Eier? Ja, stimmt, auf der anderen Seite. Stimmt, da könnten vielleicht bunte Ostereier sein. Freunde, ich habe eine Idee. Ihr wisst ja, eigentlich bin ich ja der Eierkopf gewesen. Jetzt bin ich der Osterhase. Warte mal, ich rufe mal die Eierenergie herbei. Moment. Ich brauche die Eierenergie! Ihr seid am richtigen Ort. Hast du es gehört? Ja, ja. Du auch? Ja, der hat gesagt, wir sind am richtigen Ort. Aber wo denn? Hä? Hä, bin ich jetzt doof? Übersehe ich irgendwas? Maybrit, film du auch mal dahin. Vielleicht bin ich ja blind. Hä? Maybrit, ich hab was. Oh mein Gott. Wir waren doch am richtigen Ort. Das sieht genauso aus wie beim ersten Ort. Also jetzt gerade irgendwie im Hühnerstall. Digga, war das da gerade schon? Oder ist das jetzt gerade erst erschienen, wo ich gerufen habe? Ich hab keine Ahnung. Ich hab da nicht drauf geachtet. Hä? Oh mein Gott. Okay, warte mal. Wir gucken uns das mal ganz kurz an, Freunde. Das lag genau da. Okay. Also wir haben ja auf jeden Fall einmal Spike. Ich denke mal, ich frage mich auch, wir haben ja gerade eben einmal Sandy gefunden von Brawl Stars und jetzt haben wir so einen großen Spike. Hast du eine Idee, was das bedeuten soll? Keine Ahnung. Ey, ich sag euch, Freunde, ich bin schon wieder so sauer, ne? Okay, was haben wir hier? Hä, wieder irgendwelche Zahlen? Warte mal, ich habe doch vorhin auch irgendwelche Zahlen gefunden. Sollen wir sonst gleich erstmal nochmal probieren, den guten Osterhasen anzurufen? Ich glaube auch. Warte mal, ich tue die Sachen hier mal einmal kurz rein. Weil, Freunde, ihr seht es ja, die Zeit läuft. Wie viel Zeit haben wir noch? Warte mal. Wir haben nur noch unter 2 Stunden inzwischen. Warte mal, ich tue die Sachen hier mal schnell wieder rein. Okay, so. Haben wir das hier einmal wieder drin. Und dann gehen wir schnell zum Auto und kombinieren gleich mal die 2 Hinweise, die wir vielleicht schon haben. Und gucken mal, ob wir noch irgendwas übersehen haben, oder? Oh ja. Okay, Freunde, ich bin jetzt mal kurz zum Auto gegangen. Und ich habe jetzt hier nochmal die 2 Hinweise. Wir haben einmal das hier, diese Zahl. Ich lege das mal hier ganz kurz so hin. Und einmal diese Zahlen und die 2 Brawler. Filme einmal die Zahlen hier. Und ich habe auch gerade schon mal einmal geguckt, wenn man die beiden Zahlen kombiniert, dann ist das eine Koordinate für einen Ort in Bremen. Welcher Ort das genau ist, das verrate ich euch noch nicht. Wir müssen uns nämlich jetzt echt beeilen und direkt zum nächsten Ort fahren, weil bei diesem Ort habe ich wirklich gar keine Ahnung, wo wir suchen sollen. Ich würde sagen, wir fahren hin. So, Freunde, ich bin jetzt tatsächlich an den Koordinaten angekommen. Und wie ihr seht, ich bin tatsächlich an der Osterwiese. Ich habe mich sowieso schon gewundert, warum das einfach irgendein Ort in Bremen ist. Aber ihr seht es hier, Freunde, ich bin jetzt gerade noch am Ausgang. Da ist so eine Achterbahn, da hinten ist das Karussell und da vorne ist irgendwie so eine Affenschaukel. Nur das Problem ist, ich habe wirklich gar keinen Anhaltspunkt, wo ich hier gucken soll. Und ihr merkt es, Freunde, die Zeit läuft. Wir haben echt nicht mehr viel Zeit. Wir müssen uns wirklich beeilen. Freunde, ihr seht hier vorne ist so ein Plan von der Osterwiese. Ich gucke mal, ob ich schon irgendwie was nach Ostern. Guck mal, da ist irgendwie Oktopus. Das Einzige, was irgendwie mit O anfängt, ist dieses Oktopus-Ding. Aber ich sag euch, Freunde, ich habe wirklich noch gar keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Kevin, der gute Osterhase ruft nochmal an. Warte, was? Okay, Moment. Hallo? Hallo, hier ist nochmal der gute Osterhase. Ja? Osterwiese angekommen? Ja, ich bin angekommen. Dann geh zu der einzigen Achterbahn, die es gibt. Was? Bei...
Er hat schon wieder aufgelegt. Er hat gesagt, ich soll zu der einzigen Achterbahn gehen, die es gibt. Also ich glaube, Freunde, die einzige Achterbahn, die es gibt, ist tatsächlich der Alpencoaster, oder nicht? Hey, und es ist geisteskrank voll, Freunde. Guckt euch das mal an. Und unsere Zeit läuft. Okay, Freunde, also, ich habe tatsächlich mich jetzt gerade mit Maybrit hier schon bei der Achterbahn ein wenig umgeguckt. Aber draußen haben wir tatsächlich gar nichts gefunden. Also, das ist tatsächlich dieser Alpencoaster. Und ich glaube, der gute Osterhase meint den. Ich werde jetzt noch mal eine Sache machen. Und zwar werde ich zu der Fotokasse gehen und dort einmal fragen, ob irgendwas abgegeben wurde. Hi, wurde bei Ihnen irgendwas abgegeben? Zum Chef oben? Okay, Freunde, er hat gesagt, ich soll oben zum Chef gehen. Ihr wisst es, meine Zeit läuft. Ist das für mich? Ist das für mich? Ja, genau, das solltest du doch hier abholen, ne? Hat das einer hier abgegeben? Genau. Darf ich das haben? Natürlich. Ey, danke schön. Freunde, ich habe das Ei gefunden. Das wird doch wahrscheinlich der Hinweis sein. Warte mal, ich muss mal gerade gucken, wo meine Freundin ist. Das gucken wir uns einfach mal direkt an. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Okay, Freunde, ich mache das einfach mal direkt auf. Ey, da ist der Eierkopf drin. Hä? Warte mal, Freunde. Ey, ist einfach der Mini-Eierkopf drin. Und was ist das? Hä, das sind wieder irgendwelche Koordinaten. Ich würde sagen, wir haben den Hinweis gefunden. Wir nehmen die Sachen auch wieder mit. Ich werde dann gleich nochmal probieren, den guten Osterhasen anzurufen. Weil ich habe ja gar keine Ahnung, wo ich als nächstes hingehen soll. Weil mehr als diesen Hinweis hier haben wir ja leider nicht. Okay, Freunde, ich habe jetzt tatsächlich die letzten 10 Minuten rum überlegt. Und ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt noch einen Hinweis finden soll. Ich zeige euch nochmal kurz. Also hier ist wie gesagt einfach nur der Eierkopf und der Zettel gewesen. Auch auf dem Ei war nichts weiter drauf. Hier war zwar so ein Huhn. Wir haben auch zuerst überlegt, ob wir nochmal zu Hühnern gehen sollen. Aber sonst auch hier auf der Rückseite war nichts. Und nochmal zu Hühnern gehen macht ja auch nicht so viel Sinn, oder? Das heißt, ich werde jetzt mal probieren, den guten Osterhasen anzurufen, ob der uns doch mal einen Tipp geben kann. Ich hoffe, er geht diesmal ran. Okay, es klingelt. Hallo? Hallo. Ist da der gute Osterhase nochmal? Das ist jetzt mein letzter Tipp. Sonst bekomme ich Probleme. Geh zur Schule. Hä? Und zur Schule? Und was soll ich da machen? Er hat schon wieder aufgelegt. Ey, Freunde, ich sag euch, der gute Osterhase ist wirklich ein Ehrenmann. Alle mal Hashtag guter Osterhase in die Kommentare. Aber zu welcher Schule denn? Zu meiner alten Grundschule vielleicht oder zu meiner Schule? Dass der auch schon so zwischendurch Videos gedreht. Ja, okay, Freunde, auf geht's. Freunde, wir haben nur noch unter einer Stunde Zeit, deswegen kommt mal direkt mit. Wir sind tatsächlich bei meiner alten Grundschule, weil das hier der einzige Ort ist, wo ich auch noch weiß, dass ein paar Videos hier entstanden sind. Das ist der Hinweis, den wir auf der Osterwiese gefunden haben. Und jetzt ist halt die Frage, sollen wir direkt hier einfach mal gucken? Ja. Komm mal mit. Maya, wir müssen uns echt ein bisschen beeilen. Ich bin echt so sauer, weil ich will auf keinen Fall ein Osterhase bleiben, weil ihr habt ja gehört, ich darf sonst nie wieder Videos für euch machen, Freunde. Deswegen gebt jetzt mal bitte einen Daumen nach oben, dass wir hier schneller den Hinweis finden. Ist hier irgendwie was? Wenn du irgendwas siehst, sag Bescheid, ne? Ja, ich schaue hier auch mal. Ich kann sonst mal hier oben einmal gucken, dann bleib du mal unten stehen. Hä? Nachher ist es doch die falsche Schule. Nee, lass uns doch noch mal weiterschauen. Das Ding ist, wir haben auch fast gar keine Zeit mehr. Oh, Maybrit, wenn hier oben jetzt nichts ist. Hä? Hä? Was? Ey, hier ist ein Osterhase! Ein Osterhase? Warte mal, ich komm mal schnell runter. Oh. Wir haben hier den Hinweis von der Osterwiese. Da war der Eierkopf drin. Ja. Mit dem einen Teil der Koordinaten wahrscheinlich. Jetzt ist die Frage, aber was ist hier dann drin? Auch wieder nur eine Zahl. Und wieder so ein Brawler. Also das ist auf jeden Fall für mich, das ist natürlich nicht durch Zufall jetzt hier gewesen. Ich kombiniere die Koordinaten und wir gucken einmal ganz kurz. Oh ja. Freunde, ich gebe jetzt hier einfach mal die Koordinaten auf dem Handy ein. Ich muss da gerade gucken, wie lange wir da hin brauchen, weil wir müssen ja schauen, weil die Zeit läuft ja ab, ob wir es überhaupt noch schaffen. Ach du Scheiße. 25 Minuten brauchen wir da hin. 25 Minuten, das ist ja ewig. Oh, der gute Osterhase ruft nochmal an. Hallo? Hallo? Ja, guter Osterhase, hast du noch einen Tipp für uns? Beeil dich, beeil dich. Der letzte Hinweis verbrennt gleich. Das Feuer beginnt. Hä, was? Was für ein Feuer? Keine Ahnung. Das ist auch diese Koordinaten, die ich eingegeben habe. Das ist irgendwo auf so einem Feld. Feld, Feuer? Ist das ein Osterfeuer? Nein, nachher ist der letzte Hinweis. Auf einem Osterfeuer. Nachher ist der letzte Hinweis auf einem Osterfeuer und der verbrennt gleich. Schnell, wir müssen dahin, weil sonst bleibe ich für immer ein Osterhase. Komm, schnell! So, Freunde, wir haben nur noch 10 Minuten Zeit. Wir sind jetzt an den Ort gegangen, wo tatsächlich die Koordinaten hinführen. Und ihr seht, es ist halt wirklich ein Osterfeuer. Wir haben ja den Hinweis bekommen, dass, wenn die Zeit abgelaufen sind, dass der letzte Hinweis unerreichbar für mich ist und dass der irgendwie verbrennt. Und das macht halt Sinn, denn da vorne ist das Osterfeuer. Und hier wird wahrscheinlich heute Abend dann so ein richtiges Fest stattfinden. Ey, das Ding ist, die Zeit läuft. Wo könnten denn jetzt hier irgendwelche Sachen sein? Ich glaube, am sinnvollsten ist beim Osterfeuer direkt. Meinst du?
Meinst du? Meinten ja, es wird sonst verbrannt. Hier ist, warte mal, da vorne ist irgendwie was Grünes oder so. Ey, Freunde, ich muss mich wirklich beeilen. Das ist irgendwie so Papier oder so. Boah, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Also er hat ja gesagt, jetzt sollen die Sachen noch erreichbar sein. Vielleicht ist es auch, vielleicht sind die Sachen aber auch erst noch irgendwie bei diesem Dings da hinten. Bei den Ständen oder sollen wir einmal ums Osterfeuer rumgehen? Ich glaube einmal ums Osterfeuer rum, oder? Wir gehen mal einmal erstmal hier lang. Oh, warte mal. Was ist das hier? Hä? Das soll doch nicht eigentlich verbrannt werden. Nee. Kann man das irgendwie aufmachen? Nee, ich glaube nicht. Hä? Aber dann sind wir schon mal richtig, Kevin. Komm mal weiter rum. Wie soll ich denn jetzt hier irgendwie was finden? Ach, ist es da irgendwie oben drin oder so? Ja, aber ich kann ja nicht auf das Osterfeuer oben raufkraxeln oder so. Hey, Maybe, ich habe wirklich keine Ahnung. Wo soll das denn jetzt hier sein? Vielleicht doch in der Mülltonne? Haben wir irgendwas übersehen, Maybrit? Wenn es wirklich verbrennen soll, ja, dann ja wohl hier. Aber wenn, vielleicht ist ja auch meine Zeit schon abgelaufen. Der hat schon irgendwo oben reingetan. Ich wette, hab da ja keine Möglichkeit mehr, da oben raufzukraxeln oder so. Nee, eigentlich hast du noch ein paar Minuten. Warte, hier! Hier ist was. Was? Hier ist was. Was Goldenes? Hier, ein goldener Hase. Kevin, schnell, schnell, schnell. Warte, da steht ein Zettel drauf. Ostern, wenn der Lenz erwacht, jubelt jedes Kind und lacht. Denn zu dieser Tagesfeier gibt es bunte Ostereier. Kevin, was ist das? Maybrit! Du bist wieder du! Ich bin kein Osterhase mehr! Freunde, guckt euch das an! Maybrit, film mal! Das ist so toll! Ich bin wieder Kevin! Ja! Oh mein Gott! Freunde, wir haben es geschafft! Ich schwöre euch, hiernach, ey, ich hasse Ostern. Kevin, ich kann das alles nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr, Freunde. Also das Osterfeuer, ich weiß auch nicht mal mehr, ob ich jetzt noch Bock habe, hier ein Osterfeuer anzugucken. Deswegen abonniert den Kanal, schreibt in die Kommentare, ob ihr Ostern mögt oder nicht. Ich hasse jetzt Ostern, weil ich wäre fast ein Osterhase geworden. Und falls ihr heute Abend euch ein Osterfeuer anguckt, viel Spaß. Aber passt auf, nicht, dass ihr da meine Hinweise verbrennt. Ciao.